Guten Morgen! Heute ein Video, wo ich Euch einfach mal aus Sicht eines exzessiven Fleischessers, der über Nacht Veganer geworden ist, erklären möchte, warum es genau das Richtige für Dich ist, vegan zu werden. Und zwar komplett aus durchaus egoistischen Motiven. Den ganzen Tierschutz mal bewusst außen vor gelassen. Ganz rational, ganz einfach. Denn sind wir ehrlich, die meisten, die nicht bereit sich für Tierschutz interessieren, ändern ihre Lebensgewohnheiten nicht nur deshalb, weil andere darunter leiden müssen. Ja klar, wäre eine wunderbare und schöne Welt, aber ja, bei den meisten geht es maximal so weit, dass sie mal zum Biofleisch greifen oder mal einen Apfel mehr essen und von daher nicht wirklich mit dem Gedanken spielen, vegan zu werden. Das ist zu extrem. Aber ich zeige dir heute in dem Video, warum gerade du, wenn du dir selber am wichtigsten bist, aus dem Leben auch wirklich das Maximum rauspressen willst, auf eine vegane Ernährung umstellen solltest. Das Wichtigste überhaupt ist für mich, du fühlst dich befreit. Und keine Angst, ich weiß, dass du dich nicht von irgendwas befreien musst, weil du denkst, dass da nichts ist, was, von was du dich befreien musst. Genau dasselbe habe ich auch gedacht. Genau wie du dachte ich, ja, ist schon ganz schön blöd mit den Tieren, aber ernsthaft tangiert hat es mich damals nicht, da ich nie irgendwelche Tierquäler-Videos oder entsprechende Reportagen mir wirklich angeschaut habe, weil sie ja, wie ich mir damals eingeredet habe, doch immer nur auf Einzelfälle basieren und das wird alles dramatisiert und so weiter. Entsprechend hatte ich somit wirklich keine wirkliche Bindung zu dem Thema. Auch lachen mich dank ausgefeilten Marketing immer die Schweine und Hühner auf den Packungen im Regal an im Supermarkt und das Gehirn verbindet mit dem Konsum von Fleisch im Endeffekt kein Leid, da auch die gesamte Produktion von der Industrie schön abgeriegelt wird. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass da fühlende Lebewesen sterben. Und wenn du nicht komplett ignorant bist, dann weißt du das auch irgendwo in einer abgeriegelten Zelle deines Gehirns. Und dass die Wurst eben nicht von einem lachenden Schwein irgendwo vom Schenkel abgeschnitten wird, der dann irgendwie wieder nachwächst. Aber wenn du dann die ersten Tage dich auf das Experiment vegan einlässt und wirklich vegan lebst, dann kannst du dir auch endlich mal erlauben und solltest dir es auch erlauben und der Selbstschutz im Gehirn, der wird auch deaktiviert, da wirklich bewusst mal darüber nachzudenken, wie deine Nahrung genau entsteht und dann wirst du realisieren, Mensch, für diese Nahrung, die ich jetzt gerade esse, da musste kein Tier leiden, hier ist keine Angst, keine Panik oder irgendwie Schmerzen enthalten. Das ist richtiges Peace Food, also harmonische Nahrung. Ich sag dir, auch wenn du nicht bewusst vorher daran gedacht hast, das wird sich einfach wirklich gut anfühlen. Du wirst auch wenn du ein Nazi, ein Hooligan oder ein gewaltbereiter Autonomer bist, dich plötzlich fühlen wie ein Gutsmensch und vor allem darfst du dich dann auch fühlen wie ein Gutsmensch, da du mit einer veganen Ernährung so viel Leid vermieden hast, dass du zu Recht stolz sein kannst, wirklich was dafür getan zu haben, dass die Welt ein Stück besser geworden ist. Keine Worte und keine Steine werfen machen die Welt besser, sondern nur gute Taten und vegan ist gut. Und entsprechend ja, wirst du dich wirklich gut fühlen. Das ist unvermeidbar. Das ist einfach wirklich ein richtig tolles Gefühl, was auch dich dermaßen pushen wird, dass du auch andere Dinge in deinem Leben angehen wirst, wo du vorher wo du sie ignoriert hast, weil du gedacht hast, dass sie für dich nicht wichtig wären. Nun aber dann die Erfahrung gemacht hast, dass es sich einfach richtig gut und richtig geil anfühlt, die richtigen Dinge zu tun. Und du verstehst plötzlich, wie Menschen Geld und Erfolg, denen das egal ist und die für ihre Ideale sogar sterben würden, was du vorher nie verstanden hast, weil sie eben wissen, dass es das Richtige ist. Und diese Erfahrung solltest du unbedingt in deinem Leben machen. Wenn du stirbst, ohne jemals dieses Gefühl gemacht zu haben, was es bedeutet, das Richtige zu tun, dann hast du nicht gelebt, sondern bist einfach nur ein konditionierter Mensch, der gesellschaftlich manipuliert, ja, sein kleines, beschränktes Leben gelebt hat. Ein zufriedener, offener und ausgeglichener Geist ist die Grundlage für eine maximale Lebensqualität. Und du kannst diese maximale Lebensqualität nicht erreichen, wenn du mit den Lebewesen, mit denen du in Verbindung stehst und deren Leid auch deins ist, quälst und tötest oder sagen wir mal korrekterweise quälen lässt und töten lässt. Ja, weil du wahrscheinlich nicht in der Lage wärst, das Leid des Tieres zu beobachten und die dann zu töten. Das impliziere ich jetzt einfach mal, weil ich da auch von mir ausgegangen bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Daher auch die Verdrängung. Auch wird dir ja mittlerweile ja klar sein, dass die ganzen gesundheitlichen Risiken, die du mit dem Konsum tierischer Nahrung auf dich nimmst, über kurz oder lang dein Leben in irgendeiner Weise beeinträchtigen werden. Aber nicht nur gesundheitlich wirst du
oder wird deine Lebensqualität an sich zunehmend schlechter, sondern schau auch mal an die Raucher, wie sie heutzutage fast bemitleidet werden. Früher galt von der Werbung initiiert Rauchen als cool und das war der Inbegriff von Freiheit, ich erinnere an den Marlboro Man. Heute sterben die Raucher reihenweise elend, und ich meine wirklich elend, an Lungenkrebs und auch andere durch das Rauchen katalysierten Erkrankungen. Nur ja, wirklich durch die Industrie und das Marketing wurde das Stück Fleisch als Lebenskraft und sogar als gesundheitsfördernd in dein Hirn infiltriert, würde ich schon fast sagen. Und nun verarbeitete tierische Produkte wie der Schinken, die Wurst oder ein Sonntagsbraten sind genau wie die Zigaretten offiziell von der WHO als Stufe 1A karzinogen eingeordnet. Und das trotz des massiven Einflusses der Fleischindustrie, die den der Tabakindustrie um ein Vielfaches übersteigt. Und Zigaretten führen nicht einmal so dramatisch zu einem Anstieg des Risikos für Herzinfarkt und Schlaganfall wie eben das Fleisch. Das bedeutet, das Gesamtrisiko des Rauchens gemessen an den negativen Folgen ist weit geringer als beim Konsum tierischer Produkte. Und da du meinen Kanal abonniert hast, kann man davon ausgehen, dass du kein Dummer bist. Du weißt, wie ich auch, dass wir uns einfach an den Fleischkonsum gewöhnt haben und deswegen uns jetzt so schwer tun damit, das ab und wieder abzugewöhnen. Aber du hast auch, ja, den Wunsch, denke ich, nicht zu der Schicht der Gesellschaft zu gehören, wo das neueste Wissen und die neueste geistige Evolutionsstufe erst nach Jahrzehnten ankommt. Du schaust doch zum Beispiel dieses Video, das beweist, dass du vorankommen willst, dass du wirklich das Leben leben willst, dass du dich nicht mehr beeinflussen lassen willst, dass du dank des Internets und auch deines Gehirns die totale Information möchtest, das Maximale aus deinem Leben rausholen willst. Und du bist bereit und Deutschland ist bereit. Du kannst wunderbar beim Umstieg quasi ohne nennenswerte Geschmackseinbußen wechseln heutzutage. Es war noch nie so einfach, zur Avantgarde der Gesellschaft zu gehören. Du musst nicht wie früher einer Kaste angehören, dich irgendwelchen religiösen Riten unterziehen oder die Aufgabe deiner Lebensumstände forcieren oder jahrelang irgendwelche Lektüre oder Wissenschaften studieren. Du musst einfach zu der Packung greifen, auf der vegan steht. Zumindest in erster Instanz als Übergang zu einer wirklich nicht nur veganen, sondern gesunden und vollwertigen veganen Kost. Aber das sind wir jetzt noch nicht. Ne? Einfach wieder Vertrauen fassen in wirklich natürliche, für uns designte Nahrung und diese ganze von der Industrie und ihrem perfiden Marketing angesammelte Manipulierung wieder loswerden. Dich befreien und endlich wieder ein normaler Mensch sein. Klar denken. Eine natürliche Körperform bekommen, für viele sicherlich interessant, fit und vollkommen zufrieden sein. Der stärkste Mann der Welt, das ist ein Veganer, und viele Spitzensportler haben sogar den Mut gehabt, ihren Instinkten zu vertrauen und ihren Job zu riskieren. Ne? Denn wenn sie der Werbung geglaubt hätten, wären maximale Leistung nur mit tierischen Produkten möglich. Und ja, was ist passiert? Sie haben ihre Leistung sogar nochmal steigern können und ihre Gesundheit parallel dazu gepusht. Hör auf, Stresshormone und damit die Panik der Tiere vor der Schlachtung zu dir zu nehmen und dich mit Antibiotika vollpumpen zu lassen, die den Tieren in der Massentierhaltung verabreicht werden. Ich habe euch ja auch da Videos gemacht, Berichte zur Lebensmittelsicherheit. Ja, und auch dich nicht mehr für blöd verkaufen zu lassen mit grinsenden Schweinen auf der Packung und so Blödsinn, sondern wieder, ja, das Recht auf einen klaren Geist zu beanspruchen. Wir leben in einer Informationsgesellschaft und wir werden in den nächsten Jahrzehnten ein exponentielles Wachstum an Wissen, an technologischen Fortschritten, auch an der geistigen Evolution bestaunen können, fasziniert bestaunen können. Die Welt bewegt sich so schnell wie noch nie und das ist so faszinierend, so abenteuerlich. Es wird so toll sein, das alles mitzuerleben dürfen. Aber die Freude daran wirst du nur dann haben, wenn du gesund, fit und geistig auch auf der Höhe bist. Wenn du in der Onkologie liegst und dir der halbe Magen rausoperiert wurde, dank deines Gehirnschlags irgendwo in einem Zimmer liegst und nicht mehr weißt, wer die Leute sind, die Nächsten, die dich jetzt lieben und die dich behandeln, oder du einfach irgendwo tot umfällst, weil du einen Herzinfarkt bekommst, dann ist nichts mit dieser tollen Welt für dich. Und das musst du dir versuchen zu vergegenwärtigen. Denn dann wirst du eben nicht das Maximum rausholen. Es gibt für nichts eine Garantie, aber du willst das Maximum raushalten. Das ist
letztlich ist es doch wirklich kein Ding, einfach mal dir die Chance zu geben, diese ganzen Lügen und Manipulationen, die du noch mit dir rumtrickst, hinter dir zu lassen und wirklich einfach mal selber die Erfahrung zu machen, was es bedeutet, vegan zu essen. Ich habe es geschafft, vom extremen, wirklich extremen Fleischkonsum und absoluten Liebhaber und Genussmensch auf eine vollwertige vegane Ernährung zu wechseln. Und da kannst du das auch. Lass dir wirklich nichts von anderen ausreden, das einreden, dass das irgendwie schwer wäre oder sowas. Übernimm Verantwortung für deinen Körper und lass dich nicht weiter manipulieren. Probier die Dinge selbst aus und dann und nur dann kannst du mitreden. Und du wirst genau wie ich, da bin ich mir zu 99,99% sicher, vom absoluten Fleischjunkie zum Lebemensch werden, der gar nicht genug ausprobieren kann und neu entdecken will und die Freude an einer gesteigerten Vitalität und diesen neuen Genüssen erhält. Da pflanzliche Ernährung nicht nur gesünder, sondern viel facettenreicher und exotischer ist, als es tierische Produkte jemals sein könnten. Beweis dir, dass du kein manipulierter Mensch bist, der schön homogen mit der Masse mitschwimmt, sondern dass du über einen freien Willen verfügst und dann zwangsläufig erkennen musst, dass du gar kein Urteil über vegane Ernährung erlauben kannst, wenn du selber dies gar nicht ausprobiert hast. Erkennst du, wie bizarr so eine Sichtweise überhaupt ist? Erkennst du, wie gefangen du in so einer Welt bist, die dir einredet, dass etwas gut oder dass etwas schlecht ist, ohne dass du dies selbst erfahren hast? Und genau das machen die meisten Menschen und genau das habe ich gemacht. Und wenn du denkst, dass deine Entscheidung auf Wissen und einer anerkannten Wahrheit beruht, dass man nicht alle Erfahrungen machen muss, dann zieh dir mal wirklich aktuelles Wissen der Hirnforschung und der Neurowissenschaften rein. Da wirst du erkennen, was für ein Spielball dein Gehirn ist. Das Gehirn ist nichts, wenn es darum geht, die Wahrheit zu erkennen. Da es in einfachster Weise und schon sehr oft bewiesen manipulierbar ist. Wenn du wirklich rational denken kannst, wenn es dir noch möglich ist, dann musst du die vegane Ernährung ausprobieren. Ich wünsche jedem Menschen und auch dir die Kraft, das wirklich anzugehen und sich echt ein Urteil zu bilden und dann zu erkennen, was für ein, entschuldige, unendlicher Schwachsinn von der Werbung und dem Marketing auf uns einprasselt täglich, die überhaupt kein Interesse haben an eurer Gesundheit und auch an dem Wohlbefinden, sondern einfach immer nur mehr Geld verdienen wollen. Ich war der größte Fleischjunkie auf diesem Planeten und ich bin Veganer und ich verspreche euch, das ist wirklich einfach ein geiles und ist vor allem ein neues Leben. Du fühlst ein neues Leben. Das ist die beste Entscheidung meines Lebens gewesen. So, wenn du darüber oder über irgendeine andere Sache aus deinem Leben oder deinen Gedanken mit mir reden willst, stehe ich heute Abend ab um 8 wieder im Live-Talk, im Let's Talk zur Verfügung. Ruf mich einfach an und lass uns über die Dinge reden, ja, die dir auf der Seele brennen oder ja, hör einfach zu, wie andere Menschen mit mir reden. Kein Thema ist tabu. Absolute Toleranz, das ist das Motto für meine Sendung. Ich freue mich auf nachher und wünsche euch, dass ihr den Schritt gehen könnt, euer Leben selbstverantwortlich zu leben und der veganen Ernährung wirklich mal eine Chance zu geben. Bis dann, euer Christian. Macht's gut. Tschüss.